habe vorher schon mal gesagt, wir machen ein paar Sachen anders wie andere. Das geht im Herbst eigentlich los mit der Bestellung. Wir haben uns mal vor 15 Jahren oder vor 16 Jahren mal dazu entschieden, hier mit dem N-Sensor zu arbeiten. Und der N-Sensor hat, sag ich mal, die bieten ja nicht nur den Sensor an, die bieten ja auch, so wie hier der Düngeverein, auch eine Bodenbeprobung an. Die bieten Bodenscannen an. Und in dem Zusammenhang waren wir mal so mit Testbetrieb und haben im Herbst, oder nicht im Herbst, haben mal den kompletten Betrieb bearbeitet, haben wir Aussaatkarten erstellt. Ist auch so, nicht einmalig, aber das haben wir dann in mehreren Jahren immer wieder verfeinert. Und damit geht es ja eigentlich los bei der Herbstaussaat. Wir haben ja, sage ich mal, wie gesagt, zwischen 18 und 60 Bodenpunkten alles und wir haben auf so einem 100 Hektar Schlag eben jegliche Bodenarten. Bei uns ist es so, wir sind relativ stark kopiert. Ne, gerade so, sag ich mal, wenn man hinten so Richtung Fürstenwerder hinkommt, da geht der nur berghoch, berg runter, die Senken anmoorig, schön torfig, also da wächst hier das Korn auf und so wie du über den Berg kommst, ganz geringen Horizont, nutzbar, immer Wind, immer kalt, wenig Nährstoffe. So, wie kriegen wir das hin, wenn wir denn zum Frühjahr hin einheitlichere Bestände haben wollen? Also der eine sagt ja immer, geht nur über eine Düngung. Das heißt also in der ersten Bestockungsrunde mehr Stickstoff auf die Stellen bringen. Und da habe ich gesagt, wir versuchen das mit Saatkarten. Meine ersten Saatkarten sahen so aus, also da haben wir noch Prozentkarten erstellt. Wir haben sag ich mal, uns jetzt mal für eine Aussaatmenge von, ich sage jetzt mal eine Zahl, 250 Körnern sind 95 Kilo Aussaatmenge, haben uns mal entschieden, über die Berge bis 50% mehr zu drillen und durch die Senken 25% weniger. Ne, so, haben wir uns auf den Schlepper gesetzt, haben uns die Karte mitgenommen und du siehst es ja, ob du beim Kopern oder auf der Drillmaschine sitzt, siehst du ja, wo es immer schlecht ist. Also so wie es anfängt, glüdrig zu werden, geht berg hoch, wie auch immer, einen Strich gemalt, eine Zahl reingedrillt, also eine Zahl reingeschrieben. Danach wurden die Karten erstellt. Das hat über Jahre hin sehr gut funktioniert. Da waren wir auch sehr, sehr zufrieden, weil mit einer Prozentkarte kannst du das bei jeder Kultur einsetzen. Ich sage mal so, du kannst beim Mais 10% mehr, sind 0,8 oder ein Korn. Und du kannst es im Raps machen, du kannst es im Getreide machen. Jetzt, sag mal, dadurch, dass hier über neuen Stand der Technik hat, jede Drillmaschine ist ja über einen ISO-Bus-Rechner, die können keine Prozente erkennen, die können wohl jetzt nur noch Körner. Körner oder Kilogramm. Also du brauchst jetzt wieder eine andere Kartenstruktur, haben wir auch gemacht, sind wir jetzt aber momentan wieder so ein bisschen beim Arbeiten, auf alle Fälle, worauf ich hinaus will. Das ist so der erste Schritt der erste Schritt ist die Aussaat, einheitliche Bestände ins Feld zu stellen im Herbst. Ne? Also überall, wo schon Pflanzen sind, brauche ich im Frühjahr ja nicht stärker eingreifen. So, und dazu wollte ich eigentlich nur sagen, wir drillen beim Raps im Durchschnitt 45 Körner, also es gibt ja von bis, es gibt ja heute schon wieder Leute, die sagen, sie drillen jetzt mit Einzelkorn 25 und andere sagen, sie machen immer noch 75, also nur mal so eine Zahl, im Schnitt ganz egal. Da, durch die Saatkarten egalisiert sich das ja so ein bisschen, sag mal, wir sind jetzt so bei minus 10 und plus 25 angekommen, kann sich ja jeder so ungefähr vorstellen hier, wie weit es variiert, aber im Durchschnitt eben 45 Körner. Dafür machen wir im Anschluss gleich, in der ersten Septemberwoche, fangen wir an mit dem Weizen. Und den drillen wir so im Schnitt so nicht mehr wie 200 Körner. Also dann nach Karte noch wieder Abzug und obendrauf Wintergerste nach dem 15.09. Und der Roggen, der, sag ich mal, bewegt sich so bei der Wintergerste. Und wir versuchen aber vorne erstmal alles Weizen, was so an freien Flächen ist, und drillen dann im Anschluss nur noch nach Mais. Den Weizen nach hinten. Also wir haben auch bis
Ende letzte Woche rein auch noch Weizen gedrillt, weil wir eben so spät in diesem Jahr mit Maishäckseln waren. Sonst die letzten 3 Jahre waren wir ja schon viel früher. Da waren wir am 25. September fertig mit Herbstbestellung. Das hat zum einen so den Vorteil, wir sind eine relativ kalte Ecke in Woldeck. Also bei uns hört die Vegetation ein bisschen eher auf und die fängt viel später an. Also wir dröschen ja im Durchschnitt hier bei uns auch so gute 10 Tage später, 14 Tage später, wie eure Ecke hier. Also Woldeck heißt immer Spätdroschregion. Von der Warte her, sag mal, haben wir uns eben doch dazu entschlossen, eher zu drillen, weil die Vegetation auch eher aufhört auf den schweren Böden. Das hat ja was zu tun mit Erwärmung und dann im Frühjahr viel Wasser auf den schweren Böden, die erwärmen sich später. Da hast du aber schon erst, also wir haben die Bestockungsphase nicht wie andere. Von der Warte her können wir ein bisschen eher anfangen zu drillen. So, dann kommen wir schon mal zur Düngung, weil die ersten Maßnahmen, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt immer so sehr erlaubt sind, fahren wir im Herbst. Also das gibt so Geschichten, der Raps, bin ich der Meinung, und die Wintergerste, die müssen unbedingt im Herbst Dünger haben. Also das haben wir im letzten Jahr gesehen, wir hatten im letzten Jahr Hühner Trockenkot gestreut und haben auf einer letzten Ecke kein Mist mehr gehabt und haben dann den Schluss mit ARL gefahren. 80 Liter ARL, also sind ja dann ungefähr so was bei 20 Kilo Stickstoff, haben wir den höchsten Ertrag drauf gehabt. Also direkt Stickstoff, die Pflanzen wachsen sich ganz anders. Also die gehen viel vitaler in den Winter. Auch wenn die Blätter wieder absterben, aber das Wurzelsystem bleibt ja. Woraus sie denn profitieren. Da muss man auch so sagen, also wir scannen unsere Bestände im Herbst, Raps und Wintergerste. Aber aus einem anderen Grund, wenn du im Frühjahr das erste Mal streuen möchtest, hast du den hohen Blattverlust im Raps und auch in der Gerste. Da kann der Sensor das nicht so erkennen, wie viel Stickstoff wurde von der Pflanze schon aufgenommen. Du kannst es aber, sag ich mal, im Anfang November, bevor die ersten Fröste kommen, lässt es sich aber ganz gut darstellen, wie stark variiert hier die Endaufnahmemenge im Bestand und sag mal, wie stark hat der Bestand schon bestockt. So, und wenn wir im Herbst in der Gerste, sag mal, so 20 Kilo Stickstoff andüngen, schaffen wir das im Durchschnitt teilweise bis 65 Kilo, sag mal, aufgenommenen Stickstoff im Bestand nachzuweisen. Also der N-Sensor sieht ja immer aufgenommenen Stickstoff. Also das ist ja so Biomasse, aber das heißt immer aufgenommener Stickstoff. Und im Raps, der schafft das ja, sag mal, eine vitale Pflanze, schafft das im Durchschnitt, sag mal so unter unseren Bedingungen, was wir bis jetzt so hatten, bis 130, 140 Kilo schon aufzunehmen. Ne? Also das sind ja enorme Mengen. Aber er braucht aber erst eine kleine Spritze, damit er vital wird, damit er Wurzeln bildet, damit er dann eben doch wirklich, sag ich mal, sich vernünftig bewachsen kann. Man sieht das ja auch heute, wo viel Stroh war oder wo Betriebe sind, die alles breithäckseln, wenig Bodenbearbeitung machen, da kommt der Raps nicht aus dem Stroh raus. Ne? So, und wenn er dann auch das Stroh nimmt, jedes Kilo Stickstoff, was eigentlich da ist, was der Raps normalerweise bräuchte, so und kalte Bedingungen, selbst wenn wir jetzt ein bisschen Feuchtigkeit da haben, dauert das ja ewig, bis wieder das erste Mal Stickstoff freigesetzt wird. Und deswegen hungern sich die Bestände ja dann irgendwo hin und schaffen das im Vorwinter eben nicht, Stickstoff aufzunehmen. So, und bei so hohen Stickstoffmengen braucht man dann auch nur noch 120, 130 Kilometer zustreuen. Sag ich mal, sind so unsere Erfahrungen und sind so die Sachen, was die Beratung dann dazu gibt. Aber anhand der Karten siehst du eben, das variiert auf so einem Schlag eben auch, wenn ich jetzt sage, 130 Kilo im Durchschnitt, also zwischen 60 und 200 Kilo haben die Bestände aufgenommen, wo sie schon 200 haben. Da brauchst du nachher auch nur noch 60 oder 80 hinstreuen. Ne? So, und von der Warte her erstellen wir aus diesen Herbstscan-Daten Streukarten für die erste Runde, also für die erste Frühjahrsrunde. Und sag ich mal so, die streuen wir im Schnitt im Frühjahr mit 80 Kilo N, meistens flüssig, über ein ARL oder so.
Was im Herbst noch mit dazu kommt, beim Raps, also wir geben immer wenigstens 50 Kilo elementaren Schwefel dazu. Also Schwefellinsen oder Sulgran oder so Sachen, weil Stickstoff immer in sehr engem Verhältnis ja zum Schwefel steht und Schwefel, sag ich mal, ja nicht nachgeliefert wird. Ne? Also der ist ja, sag ich mal, schnell verlagerbar, aber er kommt eben also aus Gülle oder Dunk, aber muss eben doch erstmal einmal umgebaut werden. Von der Warte her ist er nicht schnell verfügbar. Und ich sag mal, viele, ja, wie sagt man, Homöopathen oder haben ja nachgewiesen, dass eine direkte Schwefeldüngung im Herbst zu Raps höhere Erträge bringt. Also auch darstellbar höhere Erträge und vitalere Pflanzen auch bringt. Ne? Von der Warte her machen wir das schon ein paar Jahre, haben da ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ich sag mal so, der Raps hat so im Schnitt was bei 25 Kilo im Herbst denn bei uns. Also entweder über Gärsubstrat, über Hühnertrockenkot, über Kompost oder über irgendeinen Mineraldünger. Ne? Wie gesagt, die erste Runde machen wir dann mit dem Sensor, 80 Kilo im Schnitt. Und die zweite Runde im Raps, wir fahren dann nur zwei Streuen, sag ich mal, auch nicht mehr wie 130, 140 Kilo dann dazu. Machen wir dann online, das heißt dann wieder über einen Sensor. Da ist dann ja, sag ich mal, so bei Wuchshöhe 30 cm sind die Unterschiede auch wieder im Bestand denn. Da sieht er, wie vital ist der Bestand, wo ist schon viel Stickstoff aufgenommen worden und wo wird noch gebraucht. Also das muss man sich so vorstellen, fährst drüber. Mein Angestellter meinte immer, ja, kannst du doch nicht gar nicht streuen. Doch, sag ich, du, guck mal, wenn der jetzt hier zeigt, er hat über 200 Kilo Stickstoff aufgenommen, ne, dann braucht er da nicht mehr. Ne? So, das heißt so, wir streuen nicht mehr, aber auch nicht weniger, so muss ich sagen. Wir verteilen es eben nur anders in der Fläche. Wo ich darauf hingekommen bin, die Aussaatkarten waren für uns, sag ich mal, ganz bedeutend, weil du konntest im Frühjahr, ich habe immer wieder, bevor wir mit den Aussaatkarten gearbeitet haben, hatten wir den Sensor schon. Und dann hieß es dann immer, muss man sich so vorstellen, du kalibrierst ihn im guten Bestand. Ne? Du fährst im Frühjahr in deine Gerste rein und sagst so, du, das ist so ein Ende, sieht schick aus, da möchte ich jetzt gerne 50 Kilo rein haben. Und dann kommst du über den Berg. Und dann sagt er immer, andüngen, andüngen. Da will er 100 Kilo reinstreuen. Ne? Und da sagst du, Mensch, du weißt ganz genau, wenn das jetzt nicht warm wird, wenn es nicht regnet, da bestockt nichts mehr, weil die Zeit eigentlich schon fast weg ist. Aber wie gesagt, also wenn wir im Frühjahr da keine Pflanzen haben, müssen wir gucken, dass wir sie im Herbst hinkriegen, dann brauchen wir im Frühjahr nicht so viel Stickstoff auf der Berge streuen. Ne? Also, na, das ist immer schwierig zu erklären. Also wenn, auf alle Fälle haben wir uns eben aus dem Grund, also über den Sensor sind wir auch drauf gekommen, dass man das anders machen muss, eben mit Saatkarten. Ne? Also mit mehr Saatgut über die Berge, um mehr Biomasse im Frühjahr. Es ist auch so, du hast ja eine bessere Beschattung über die Berge und dadurch weniger Verdunstung. Ne? Also der Wind nimmt weniger weg, die Sonne kann nicht so bis auf der Erde drücken. Das sind so, also ich kann ja nur so sagen, wie wir das machen, haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Man sieht das nachher dann auch im Regelverhalten vom Sensor. Also er hat nicht mehr diese starken, wenn du einen gleichmäßigen Pflanzenbestand auf der Fläche hast, wie soll ich sagen, also schlägt er nicht mehr so stark aus, also hast du die Variation nicht so. Ne? Also, wenn du sagst 40 Kilo, dann geht er nochmal runter auf 20 und geht nochmal hoch auf 60, aber er übertreibt das nicht. Ne? Du hast gleichmäßige Bestände dann dadurch. Der nächste ist, sage ich mal so, und durch die Düngung mit dem Sensor haben wir auch festgestellt, haben wir, sag ich mal so, wir haben immer so zwischen 3.000 und 4.000 Tonnen Weizen in der Halle. Und die ist von vorne bis hinten, weil wir fast nur Arbeitssorten anbauen, gleichmäßig im Eiweiß. Also ist diese riesigen Ausschläge nicht. Also nicht 11 bis 16, sondern ich sag mal 13.1 bis 13.4. Weil er ganz genau merkt, nach einer Qualitätsdüngung auch, wo macht es noch Sinn, was hinzustreuen, wo fehlt in Größenordnung. Ne? Also wir haben da, wie gesagt, also wir arbeiten damit nur schon sehr lange, haben sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Im Frühjahr machen wir noch ein bisschen was anderes. Also, ist nur mal, naja, wir düngen im Frühjahr generell alle Kulturen nochmal frisch Phosphor und frisch Kali. Streuen immer ein 3x12,
12 Stickstoff, 12 Kali, 12 Phosphor, ein bisschen Schwefel drin. Im Schnitt, so, dass wir über alles bei 30 Kilo kommen, aber eben immer frisch gegeben. Ne, das ist so mit die erste Runde, was wir ganz frisch rausfahren, so, die Pflanzen, wenn sie anfangen aktiv zu werden, gleich ins Maul gedüngt kriegen. Machen wir eigentlich schon 20 Jahre immer wieder, um, sag ich mal, so den ersten Sprung reinzukriegen. Was bei uns, sag ich mal, bis im April nicht gelaufen ist, im Mai regnet nicht mehr. Und bis dahin muss es eigentlich geschafft werden. Ne? Was wir nicht machen, wir geben im Frühjahr keinen Hühnertrockenkot mehr und wir versuchen auch keine Gülle mehr in stehende Bestände zu fahren. Weil denn, wenn wir fahren können, danach regnet nicht. Die Nährstoffe sind für uns für dieses Jahr nicht verfügbar, sag ich mal so. Ne? Also selbst wenn die Düngeverordnung sagt, nicht im Herbst, sondern im Frühjahr, alles Quatsch, sag ich jetzt mal so. Ne? Du musst da anrechnen, kannst aber... Du kannst auch nicht mitrechnen. Ne? Wir machen, wie gesagt, sehr viel flüssig. Fahren in Gerste, Weizen und Roggen so ein Abprodukt von Verbio, ASL. Hat zwar nur geringe Nährstoffgehalte, ist aber sehr preiswert und hat einen sehr hohen Schwefelanteil. Also hat 8 Stickstoff, 9 Schwefel. So bei 400, 500 Liter, auch die können wir über einen Sensor fahren mit der Spritze. Kommen wir eben, also Wissenschaftler sagen, Stickstoff und Schwefel stehen im Verhältnis. Man kann ruhig 1:1 von fahren. Also wenn ich 100 Kilo Stickstoff streue, können ruhig 100 Kilo Schwefel mit dabei sein, ist nur von Vorteil. Ne? Weil, wie gesagt, Schwefel ist so nicht vorrätig im Boden, von der Warte her. Haben wir das mal ausprobiert, machen das jetzt schon über Jahre. Ist sehr preiswert, der Nährstoff. Und geht aber eben auch nur vorne, weil es sehr sauer. Irgendwann fängt dann auch an, auf den Blättern zu beißen. Aber in der ersten und zweiten Runde kann man gut mitarbeiten. Also mit diesen Verteilerdüsen, mit diesen Pralldüsen hier, die Leckdüsen, kriegt man auch zügig da seine 500, 600 Liter Flüssigkeit mit raus. Also man muss nur ein bisschen Lagerkapazität haben. Und, wir haben im langjährigen Mittel bei uns im Betrieb ca. 9 Tonnen Getreide geerntet, also verkaufte Ware. Da sind aber die schlechten Jahre mit dazwischen und wir sind auch, sag ich mal, immer noch irgendwo im Durchschnitt bei ein bisschen über 4 Tonnen beim Raps. Von der Warte her dürfen wir ja auch Stickstoff streuen. Ne? Also, und das ist ja auch anders. Also das heißt, wir planen auch im Weizen immer irgendwo 220 Kilo. Aber geben eben im Weizen 4 bis 5 Gaben im Frühjahr. Immer klein, also immer 30 bis 40 Kilo nur. Und, aber dadurch hat man eben die Möglichkeit und kann reagieren, wenn es im Juni, sag ich mal, wieder erwarten. Dadurch, dass wir eben Spätdruschregionen sind am 15. und am 20. Juni haben wir immer noch grüne Weizenbestände, kann man auch immer noch Stickstoff reinstreuen. Also wir haben in diesem Jahr nochmal 20 Kilo N gegeben. Am 25. Juni, also nach dieser Regenperiode, die denn da kam, ne, haben wir nochmal Stickstoff gestreut. Und da habe ich auch nochmal eine Ehrenbehandlung, Kalkamon gegeben. Ne? Und da haben wir auch nochmal eine Ehrenbehandlung hinterhergefahren mit dem Strobi, um, sag ich mal, lange grüne Bestände auch zu haben. Da ist es ja nachher irgendwann egal, wenn Wasser da ist, kannst du eben doch nochmal eine Woche oder 10 Tage später ernten. Hauptsache, sag ich mal, du kriegst eben Eiweiß noch in der Pflanze und ein bisschen größere Körner. Ne? Haben auch in diesem Jahr zwischen 7 und 10 Tonnen Weizen gedroschen. Also wie gesagt, in Woldig haben wir dann weniger die Schwierigkeiten, wenn es nicht regnet. Dadurch, dass der Boden besser Wasser halten kann, haben wir da, sag ich mal, in der Region auf den schweren Böden auch über 9 Tonnen, aber eben in der Uckermark auch nur ein bisschen über 7 Tonnen Weizen geerntet. So, das war im Schnitt irgendwo bei 8,5. Beim Weizen kommen und auch knapp 9 Tonnen bei der Gerste liegen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man eben die Erträge hat, kann man eben auch nochmal nachdüngen und man hat auch die Möglichkeit und kann dann sagen, deswegen sage ich, also wir versuchen uns da auch dran zu halten. Aber wenn du jetzt eben siehst, Bestände sind gut, Wasser ist noch da, spannst nochmal an. Das ist ja auch so, wenn ich sage, also wir streuen nochmal 30 Kilo. Streuen wir ja nicht überall 30 Kilo, sondern streuen, sag ich mal, in die guten Stücken. Der Sensor sieht das ja, wo noch ein Nährstoffbedarf
ist, deswegen sage ich, also er regelt ja von null bis die Grenze, die ich ihm gebe. Und wenn ich sage, ich möchte da 30 Kilo hin haben, dann streut er eben da, wo er meint, da sind wir durch. Null. Und da, wo aber noch ein Bedarf ist, streut er eben die 30 Kilo nochmal mit rein. Ne? Deswegen sagen wir, haben wir auch diese gleichmäßige Eiweiß, diesen gleichmäßigen Eiweißgehalt in, nachher in der Halle. Weil das sind dann ja die Stellen. Aber also du setzt keine Grenze, also sagst du 30 Kilo möchte ich überall haben. Nee. Und dann gehst du wirklich bis auf null runter. Null. Ne? So, und wir fahren, sag ich mal, mit dem System auch Wachstumsregler. Weil dann hat er mit der Düngung, also es war mit der Düngung überein, aber ist das derselbe Ansatz. Er sieht ja, sag ich mal, also die Grenze ist immer der aufgenommene Stickstoff. Wo viel aufgenommener Stickstoff ist, muss demzufolge viel Wachstumsregler hin. Und wo wenig aufgenommener Stickstoff ist, fahren wir auch bis null Wachstumsregler. Weil man kann ja mit dem Wachstumsregler genauso viel kaputt machen wie mit einem scharfen anderen Pflanzenschutzmittel, mit dem Herbizid. Ne? Also das ist ja, man spritzt ja teilweise Bestände mit dem Wachstumsregler regelrecht kaputt. Ne? Und der Sensor hat eben die Möglichkeit, oder wir haben über den Sensor die Möglichkeit und können da eben eingreifen. Ne? Aber wie gesagt, das ist so das System, womit wir arbeiten. Ja. So. Ich denke mal, also ich bin soweit erstmal mit dran.